Deutschland hofft auf ein Sommermärchen beim Fußball und möglichst auch in der Wirtschaft. Doch das Leibniz-Institut sagt, dass es wirtschaftlich gesehen nicht so gut aussieht und solche großen Events wie eine Europameisterschaft eigentlich nur ein Nullwachstum bringen. Darüber spreche ich heute mit Oliver Roth von Otto BHF, selbst mal Fußballer gewesen, deswegen ein gutes Thema. Wenn wir mal auf die WM 2006 gucken, hatten wir auch das Sommermärchen, natürlich tolle Gefühle, aber es gab auch nur ein Nullwachstum. Jetzt werden zur EM 650.000 ausländische Fußballtouristen erwartet, die gehen dann in Hotels, die essen hier, aber auf der anderen Seite verschieben sich dadurch auch wieder Effekte und Deutsche reisen nicht so viel herum. Ist das doch kein großer wirtschaftlicher Effekt? Also in der Tat glaube ich nicht, dass es jemals einen wirklich großen wirtschaftlichen Effekt für irgendein Land gehabt hat. Denn man muss ja auch immer sehen, vorab wurden, in Deutschland ist das jetzt nicht der Fall, in anderen Ländern ist sehr wohl, Investitionen getätigt. Da wird also erstmal Geld in die Hand genommen, sicherlich von Staatsseite aus. Aber ich glaube in der Tat, dass die Zahlen da an der Stelle auch nicht lügen. Sowas ist eher was Emotionales. Das kann eine Stimmung sicherlich anheizen und auch verbessern, vorübergehend wohlgemerkt. Aber muss man ehrlich sein, auch dann nur, wenn das eigene Land möglichst lange natürlich in dem Turnier ist. Das wissen wir nicht. Schaffen wir die Vorrunde, kommen wir ins Finale und dann kann dieser Effekt, auch dieser emotional positive Aspekt für die Wirtschaft beispielsweise, relativ schnell verpuffen. Also die unbezahlbare Rendite ist dann die Freude am Fußball und das Gemeinschaftsgefühl. Ja, sicher. Also wenn wir mal, und ich bin da sehr vorsichtig, weil WM 2006 war eben auch was Besonderes. Da hat man sich in der Welt zeigen dürfen als Deutschland. Da hat man ein fröhliches Deutschland, ein Party-Deutschland, ein weltoffenes Deutschland gesehen, in einer Art und Weise mit einem gesunden Patriotismus, mit Fahnenmeeren, und das wurde den Deutschen gestattet. Das war vor 2006 eher, dass man scheel angesehen wurde, wenn sowas in Deutschland stattgefunden hat, und damit hat man einen wahnsinnig großen Effekt gehabt, der wiederum sich nachhaltig positiv auswirkt, aber nicht in wirklichen Zahlen. Da ist das zu imaginär, sondern das sind einfach natürlich auch Emotionen, die darüber kommen. Das hatten wir 2006 geschafft. Jetzt haben wir eine Europameisterschaft. Ich finde, wir sollten das Ganze auch ein bisschen kleiner aufhängen. Wie sieht es denn sonst mit Fußballaktien aus? In Deutschland gibt es ja nur den BVB. Der hat im Champions-League-Finale jetzt verloren. Darauf ging die Aktie erstmal runter. Sind Fußballaktien grundsätzlich eher was für die Fans und nicht für Anleger? Also Fußballaktien sind auf jeden Fall interessant, auch für Unternehmen, für institutionelle Investoren durchaus. Gibt ja auch jetzt gerade einen großen Deal, den der BVB wieder gemacht hat, einen Werbedeal. Sie haben aber auch große Unternehmen, die Aktien gekauft haben, also Teilhaber sind für Institutionelle. Für Privatanleger muss man einfach wissen, das ist natürlich hoch spekulativ, da gibt es natürlich hohe Schwankungen. Sie haben es gerade gesagt, kommt man ins Finale. Schießt man den Ball an den Pfosten, da ist es ja nun mal wirklich auch so, genauso passiert, und im Gegenzug kriegt man dann das Gegentor und verliert das Spiel. Da wird natürlich viel in Beine investiert, weniger in Steine, damit ist es weniger kalkulierbar. Aber warum soll eine spekulative Aktie nicht interessant für einen Anleger sein? Also ist nicht nur was für Fans, man muss nur wissen, auf was man sich einlässt. Und jetzt die allerwichtigste Frage, wie weit kommen wir denn bei der EM? Es liegt wie immer am ersten Spiel, Deutschland gegen Schottland in München. Wenn dieses Spiel, sagen wir mal, deutlich gewonnen wird, vielleicht auch mit einem gewissen Esprit, so wie wir es gegen Frankreich und Holland gesehen haben, dann glaube ich tatsächlich, kommen wir weit. Ich glaube nicht, gerade auch in dem letzten Spiel zu sehen gegen Ukraine, dass es einen Titel gibt. Das glaube ich, da ist die Mannschaft noch nicht so weit. Aber ich glaube durchaus, dann haben wir mit einem guten Start gute Chancen, auch ins Halbfinale zu kommen. Und wenn dann die Stimmung steigt, dann läuft es vielleicht auch in der Wirtschaft besser. Dankeschön an Oliver Roth von Otto BHF und Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch jetzt auch den Kanal.